Jo, meine Freunde, was geht? Während sich ABK immer wieder darüber beschwert, dass ich immer 1000 Videos über ihn mache, wenn er mal was gedroppt hat, droppt er aber auch ganz schön viel. Nicht nur ein Video, sondern auch noch ein Interview. Er hat über mich live gestreamt und so weiter. Und deswegen gucken wir uns jetzt original das Interview an. ABK packt aus, wie KuchenTV ihn ruinieren will. Ja, ich bin gespannt. Ich dachte, das hat er schon im Video gemacht, aber anscheinend nicht. So, gucken. Ich glaube, die Kamera ist nicht gut platziert. Ich mach die mal hier runter. Erzähl mal, wie geht's dir? Du hast ein neues Video rausgehauen. Was hat das auf sich? Ich habe so einen Stapel gesehen. Ich dachte ganz kurz, Wohnzimmer von meinem Vater. Bruder, glaubst du das nicht? Ich hab gerade Wohnen die mit nicht einen Kilometer auseinander? Warum treffen die sie nicht einfach im Real Life? Ist doch viel besser. Briefkasten aufgemacht. Da war ein Brief. Ich habe irgendeine Rechnung nicht bezahlen können. Und dann haben die geschrieben, wir werden deine Türe mit Gewalt öffnen, wenn du nicht zahlst. Aber was für eine Rechnung? Wie viel? 43 Euro noch was, Bruder. Aber Bruder, bist du so tief gesunken, dass du keine 43 Euro zahlen kannst? Nein, ich glaube, das ist, glaube ich, die Mahngebühr oder so. Ich habe den Brief nicht ganz verstanden. Ich bin mal voll Sonntag bei Briefe verstehen, Bruder, Bruder. Aber was ist denn. Guck mal, du hast jetzt das Video gemacht, ich habe es ja auch schon gesehen und alles, ne? Ist irgendetwas schon vor Gericht oder schreiben die Anwälte miteinander? Wie ist diese Sache? Also, wie schaut's da Soweit genau? ich ja, soweit ich weiß, Bruder, da sind auf jeden Fall gerade, das ist auf jeden Fall, wird das rechtlich gerade genau behandelt. Ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, ich habe mich gar nicht mehr dann richtig darum gekümmert. Ich habe dann einfach nur noch ab und zu mal Kollegen gefragt, ey Bruder, kannst du mir da helfen? Kannst du das kurz machen? Weil mit Uni, mit, keine Ahnung, Videos machen, okay, mache ich zwar selten, aber man produziert ja ein bisschen und so. Dann hatte ich gar keinen Turner drauf, weil ich dachte, Bruder, bin ich jetzt YouTuber oder bin ich jetzt Bürokaufmann? Keine Ahnung, Bruder. Wohin so viele Briefe bearbeiten die ganze Zeit, dass dann, die machen das ja extra, damit ich keine Zeit mehr für Videos habe und so, weißt du? Ja, genau. Das haben wir uns nämlich gedacht. Wir haben so gedacht, ja gut, wenn ich ABK jetzt abmahne, dann hat er keine Zeit mehr Videos gegen mich zu machen. Dann kann ich mich erstmal wieder aufbauen. Bin dann bereit für Runde 2. Ne? Das ist ja auch im Krieg macht man das ja oft so, ne? Dass wenn du jetzt irgendwie am Verlieren bist oder so, dann versuchst du eine zweite Front zu öffnen. Weißt du, irgendwo einfach durchzuhauen, dann werden da nämlich viele Kräfte mobilisiert. Und dann kannst du auf der anderen erstmal Befestigung starten und kannst dann halt wieder nach vorrücken. So ist ja ganz einfach, Digga. Dann noch mit Uni, mit Mutter helfen, dies, das. Hatte ich gar keinen Bock. Dann habe ich mal so Kollegen gesagt: Bruder, kannst du mir kurz helfen? Kannst du mal kurz da und da Ja, machen? aber Sagen also. was sagt denn dein Anwalt dazu? Also, ich sag dir ehrlich, ich versteh jetzt nicht genau, Alter, dass überhaupt seine Anwälte sich trauen, sowas als, wie heißt das? Ja, Als. das Ding ist. Das Ding. Dass die sich trauen, ist aber auch eine geile Aussage. Wie trauen die sich denn Als so? Oder guck Abmahnung mal. zu stellen, also dass sie dir deswegen eine Abmahnung schicken wegen so dummen Sachen. Das ist nicht mal Ja, eine das. Lappalie, das ist einfach nichts. Das ist so wie Und atmen. ich habe dann einen Kollegen. ja klar, Beleidigung, posten, die private Person anzugreifen und so. Er ist schon sehr eine Lappalie auf jeden Fall, ne? Sehe ich Ich auch sag, ey so. Bruder, hilf mir mal, mach das Ganze mal für mich, weil ich habe gar keinen Plan, gar keinen Bock jetzt so mich da reinzufuchsen und sonst was. Und danach habe ich ich hatte halt einen Anwalt, danach habe ich einen anderen Anwalt genommen. Ich musste dafür auch War schon auch Geld richtig bezahlen. Ich so. glaube, ich habe für die Anwälte alleine schon, lass mich nicht lügen, Bruder, 6.000 Euro bezahlt, für die Anwälte jetzt schon, ne? Okay. Und Ordnungsgelder musste ich auch schon an das Gericht zahlen, weil ich manche Videos nicht offline genommen habe. Das waren, glaube ich, auch so vielleicht 2.000 Euro, 3.000 maximal, so, die ich schon gezahlt habe an rechtliche Sachen. Dann habe ich noch ein anderes Gerichtsverfahren verloren gegen eine andere Person. Da war die wollten Schmerzensgeld 12.000 Euro und ich glaube, Gerichtsprozesskosten oder sowas sind 6.000 Euro, also 18.000 Euro. Aber musst du die Und 12.000 Euro jetzt auch zahlen? ja, guck mal, dazu kann ich auf jeden Fall erstmal sagen. Digga, der Chat passt aber auch perfekt rein, ne? Ja, es ist echt heftig, Mann. Krank. Danke, Heikel. Tolle, also gute Videoqualität, so passt perfekt. Dazu möchte ich erstmal sagen, ich finde es generell von ABCAT auch einfach sehr weird, sich jetzt so in die Opferrolle zu stellen, zu sagen, ja, ich muss ja so viel für meine Anwälte zahlen und so weiter. So, das Ding ist, diese Sachen, gegen die zum Beispiel Tobias Hoch und ich vorgehen, sind halt klare Beleidigungen, ne? Also zu Tobias Hoch hat er zum Beispiel Hurensohn gesagt. So, ist halt eine ganz klare Beleidigung, braucht man nicht drüber reden. ABK hätte sich das komplette Verfahren, die kompletten Anwaltskosten und so weiter zum größten Teil sparen können, wenn er dann nicht gegen vorgegangen wäre. Sondern er hat dann quasi also er hat quasi eine Abmahnung von ABK bekommen oder eine Unterlassungsklage. Döner Deko, Dankeschön für den T1-Sub. Er hat quasi die Unterlassungsklage bekommen und hat sich gesagt, nee, warte, ich habe gar nichts falsch gemacht, ist dann dagegen vorgegangen und dann ist das Ganze im Gericht geendet. So, aber es war ja von Anfang an klar, dass ABK dann nicht gewinnen wird, weil das eine Beleidigung ist. So, das heißt, ABK hat quasi jetzt sich einen Anwalt geholt, der eine Einlassung gemacht hat, also der dagegen vorgegangen ist, der, wie gesagt, auch bezahlt werden möchte. Dadurch haben die Anwälte von Tobias Hoch auch wieder Arbeit gehabt, die ja auch dann zum Teil von ABK bezahlt werden. Und er musste dann irgendwann vor Gericht, wo er halt, wie gesagt, wo es klar war, dass er verliert, wo er auch wieder Kosten zahlen muss. Also dafür, ich gucke vor allem auch die ganze Zeit in die falsche Kamera, also dafür, dass ABK sich die ganze Zeit als so komplett armer Typ hinstellt, der so gar kein Geld hat, hat er irgendwie aber ziemlich viel Geld, um kostspielige Gerichtsverfahren zu führen, die er zu 100% verliert. Also, weißt du, das ist halt wirklich eine Sache, die ich nicht verstehe. Denn wenn ich kein Geld habe,
So, dann würde ich doch von Anfang an sagen, ja, okay, war scheiße. So, wenn er die Unterlassungsklage direkt unterzeichnet hätte, zum Beispiel, wäre das gar nicht vor Gericht gegangen. Dann hätte man sich vielleicht über das Schmerzensgeld noch gesprochen. Aber guck mal, Tobias Hoch wollte 12.000 Euro. Er hat selber gesagt, die ganzen Anwälte, Gerichtskosten und so weiter sind jetzt schon 12.000 Euro. Und jetzt kommt noch das Schmerzensgeld obendrauf. Das heißt, selbst wenn er keine 12.000 kriegt, sondern sagen wir mal 8.000 oder so, hätte ABK trotzdem viel, viel mehr Geld gespart. So, also ich weiß, das ist doch, weiß ich nicht, das kann der doch nicht ernst meinen, oder? Also ich weiß nicht, ich check das nicht. Oder wie also dafür, dass ich nur einen Realschulabschluss habe, weiß ich aber zumindest, wie man halt rechtlich vorgeht oder nicht. Da wird nochmal drum verhandelt, darüber wird jetzt nochmal diskutiert und so, aber das heißt, ich muss da natürlich nochmal die Anwälte dann bezahlen. Ne? Ja, klar. Also auf jeden Fall schon bestimmt um die 20.000. Also eigentlich ist das Lehrgeld, einfach so, weggeschmissen, ohne Sinn. Ja, die Placements sind auf jeden Fall dafür ausgegeben, Bruder. Deswegen habe ich auch auf YouTube x mal hochgeladen, weil ich mir irgendwann nach einer Zeit dachte, ey, das lohnt sich doch gar nicht. Und dann war ich die ganze Zeit so in der Uni und so, habe auch voll Spaß in der Uni, macht Uni mehr Spaß als YouTube auf jeden Fall. Ja, kann ich verstehen. Also in der Uni wird dich niemand abmahnen. Ja, dann dachte ich mir irgendwann so, hey, warum bin ich die ganze Zeit in der Uni, Bruder? Und dann ist mir so aufgefallen, ich bin voll glücklich in der Uni, Bruder. Ich mache Lachkeks. Leute aus der ABK-Army sind mit mir da und so. Das ist richtig cool. Und dann dachte ich mir irgendwann, keine Ahnung, dann habe ich mich irgendwann selber dabei erwischt, dass das so Uni ist sowieso Flucht für mich. Auf jeden Fall war ich dann so voll, ich hatte gar keinen Bock, Videos zu veröffentlichen und hochzuladen. Ja, kann ich verstehen. Bis dann so ein paar Leute meinten, ey, mach mal wieder Videos, du, das ist voll lustig, du motivierst, du bist unterhaltsam, so. Mach mal bitte. Und danach dachte ich mir so, okay, komm, zieh mal wirklich durch, Alter. Ja, am Ende des Tages, ich ernähre die Familie nicht mit Uni, ich ernähre die Familie mit YouTube, so traurig das auch klingt, weißt du? Ich weiß, aber du hast jetzt gefühlt 80.000 Euro, hast du gefühlt in deiner YouTube-Laufbahn nicht eingenommen, so weißt du, so gefühlt. Ja, ich habe ja schon Geld natürlich mit YouTube verdient. Ja, aber gesehen, ist es jetzt nicht so, dass du jetzt so ein Typ bist, der 300.000 auf dem Konto hat und dann, wenn 80.000 kommt, tut es zwar weh, aber der sich dann denkt, okay, da muss ich jetzt durch, sondern du hast ja nicht diese 80.000 Euro beiseite. Nee, ich hatte aber auf jeden Fall Geld auf dem Konto natürlich. Ja. Ne? Ich kann auch offen und ehrlich jetzt hier in deinem Stream sagen, damit die Leute das auch jetzt hören. Ich hatte Geld auf dem Konto, auch eine alhamdulillah gute Summe. Dann meinten ein paar Kollegen auch so, ey Bruder, du sagst so viel, du hast kein Geld, aber du hast doch ein bisschen auf Konto. Und dann meinte ich, ey Jungs, vertraut mir, Finanzamt wird kommen und Finanzamt wird nicht sagen, ey Bruder, Maschallah, du hast Familie geholfen. Die werden sagen, ey, zahl deine Steuern. Ja, weißt ja. Du? Und dann, dieses ganze Geld, was ich dann zur Seite gelegt habe, ne, wo ich auch trotzdem gesagt habe, ey, ich hab kein Geld, wurde am Ende des Tages, hatte ich recht, weil ich musste Steuern nachzahlen, weil ich im Verzug war, wurde das ganze Geld wirklich vom Finanzamt genommen, Bruder. Ne? Also sehr, sehr, sehr hohe Summe. Das kenne ich aber. Und jetzt auch noch diese gerichtlichen Sachen, die ich machen muss. Und dann hin und wieder hilfst du da, machst du da was. Also am Ende des Tages, ich kann offen und ehrlich sagen, mein Kontostand ist gerade bei, lass mich nicht lügen, Bruder, vielleicht knapp 1.000 Euro. Boah. So, aber ich muss ja auch noch Krankenversicherung zahlen, Studiengebühren muss ich zahlen. Und natürlich kommt 100.000 Euro. Halt, ich habe es ein bisschen schneller gemacht, weil ich, weiß nicht, finde, es gibt manche YouTuber, die kann man sich auf 1,25 angucken bei schnelleren Dings. Ja, aber guck mal, das ist so eine Sache, die ich halt dann noch weniger verstehe. Also ABK selber sagt, dass er kein Geld hat oder super wenig Geld hat. Warum lässt er sich dann auf solche Gerichtsprozesse ein? Also jetzt mal ernsthaft. Zum Beispiel nehmen wir mal den Tobias Hochfall. Wenn er direkt diese Unterlassungsklage unterzeichnet hätte und direkt gesagt hätte, okay, ich bin bereit, eine Summe zu zahlen. Ich glaube nicht, dass Tobias Hoch auf 20, also die 20.000 Euro genommen hätte. Ich glaube auch diese 12.000 Euro, die gedings werden, da hätte man auch, wahrscheinlich hätte man es runterhandeln können. Lass es von mir aus 8.000 Euro sein. So, oder 10.000. Irgendwie sowas, vielleicht auch 5, irgendwie sowas in dem Rahmen. So, das wäre für ABK im Endeffekt deutlich günstiger gewesen, als jetzt gegen die ganzen Sachen vorzugehen. So, oder nehmen wir zum Beispiel auch meinen Fall. So, er teilt eine Story, wo irgendein Zuschauer von ihm mich todesbeleidigt. Es ist von Anfang an klar, dass ich da gewinne. So, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, weil es halt ganz klare Beleidigungen ist, die da halt gepostet worden sind. Warum geht man dagegen vor? Und sein Anwalt hat auch irgendwie gesagt, er ist ein Stilmittel. Ich weiß nicht, ob das der Fall gewesen ist oder eine andere Beleidigung, aber irgendwo war das. Das sind halt Fälle, da kann ABK nicht gewinnen. Und wenn du so wenig Geld hast, dann versuchst du das doch einfach zu klären, oder nicht? So, und dann könnte ich dich auch nicht finanziell ruinieren. Denn wenn er jetzt zum Beispiel zu meinem Anwalt kommen würde und sagen würde, okay, ich höre auf, ich mache das nicht mehr und ich zahle, keine Ahnung, 5.000 Euro, die müsste ja nicht mal mir zahlen. Von mir aus kann er die auch an der Organisation, die ich raussuche, spenden oder so. Das wäre für mich Stand jetzt, wenn wir es vor dem Gericht klären und er die Anwaltskosten dann halt, also die Gebührenordnung dann fürs Gericht übernimmt, wäre das für mich auch komplett in Ordnung, würde er deutlich günstiger bei wegkommen. Macht er aber nicht. So. Ah, hier, das war bei der Gina-Sache, glaube ich. Da hat, glaube ich, der Anwalt gesagt, so, ja, hä, aber, ja, ist ja gar keine Beleidigung, das ist ja Stilmittel so. Weißt du, und das ist halt, ja, soll ich sagen, also Ich kann es ABK einfach nicht abkaufen, dass er kein Geld hat. Ich weiß es nicht, aber so wie er sich verhält, verhält sich niemand, der da kein Geld hat. Das ist gutes Geld und so, aber dafür muss ich kein YouTube machen mit 1 Million Abonnenten, dann gehe ich normal arbeiten. Ich meine, damals, wo ich auf YouTube gesagt habe, ey Bruder, ich habe kein Geld, ich mache kein Geld, da war ich noch am Anfang von meinem Studium. Jetzt bin ich am Ende von meinem Studium, jetzt kann ich jederzeit sagen, ey, ich beende jetzt einfach mein Studium und gehe normal arbeiten und verdiene dann mehr als mit YouTube. Genau. Und YouTube hat halt mehr Aufstiegsmöglichkeiten, du kannst mehr Geld damit machen, du kannst damit schneller Geld verdienen und ja, so. Ja, klar. Ja gut, okay, klar, vielleicht hat auch ABKs Anwalt gesagt, nein, nein, wir gewinnen das. Gut, das kann sein. Der hat ja, wie gesagt, auch den Anwalt geändert und der Anwalt vorher war auch, also
Ach, was haben mich und meine Anwälte gelacht, wirklich. Also das muss ich euch eigentlich irgendwann auch mal zeigen. Also das ist halt endlustig. Warum nicht beides mitnehmen, weißt du? Aber die Sache ist halt, dass ich mir so dann jetzt so denke, scheiße, warum was hochladen? Gehe ich die Klausuren schreiben und sichere meine Zukunft ab. Ey, also, du hast Briefe bekommen aufgrund von Mutmaßungen, also dass sie dafür auch nochmal ein paar tausend Euro haben wollten. Was war das nochmal? Du hast gesagt, Zitat, Gina, anstatt mich herabwürdigen zu lassen, gehe ich lieber arbeiten oder irgendwie sowas hast du gesagt, ne? Ja, genau. Das Ding ist, Bruder, ich bin ja auch nicht bei sowas, was heißt nicht dumm, aber guck mal, ich habe ja viel Scheiße erlebt und so, weißt du ja auch. Ja. Ich weiß ja, dass diese, guck mal, es gibt Folgendes, Bruder, das kann man sich so merken. Es gibt einmal diese ganzen organisierten kriminellen Leute, die versuchen, dich mit Rücken, mit Schutzgelderpressung und sonst was einzuschüchtern. Dann gibt es aber noch diese andere Seite, das sind diese Allmann-Seite, sag ich mal, von Leuten, die dich versuchen, so psychisch mit Briefen unter Druck zu setzen. Ja. Sag mal, die machen dir Angst, wenn die dich wegen jeder Scheiße abmahnen, in der Hoffnung, dass ich sage, oh mein Gott, ich höre auf wegen diesen Briefen. Ich höre nicht auf wegen diesen Briefen. Ich höre, wenn, dann nur auf, weil ich merke, ah, okay, das macht keinen Spaß, nicht nur wegen diesen Briefen, weil allgemein, du, auf YouTube war für mich immer so, ich mach YouTube wegen Geld, aber ich mach auch YouTube so wie mit dir, Bruder. Wir schieben Lachkick, wir haben Spaß. Ja, aber hör mal, ABK, YouTube ist kein rechtsfreier Raum. Ja, du weißt, kennst du weißt, was ich meine, Bruder. Ja, ich weiß. Ahnung. Es ist doch auch so, hä? Aber diese Aussage. Ich will ja Spaß haben, aber wenn ich merke, Bruder, okay, wenn ich jetzt die Kamera anmache, ich selber mich schuckt mit den Briefen. Macht, schickt weiter Anwaltsbriefe. Aber erklär es mal meiner Mutter, wenn die da gelbe Briefe vom Gericht sieht, die wird denken, Mann, okay, was macht mein Sohn da, Bruder? Ist der Rapper geworden oder was? Weißt du, was ich meine? Ja, genau, stimmt. Die Schuld liegt ja nämlich bei mir und meinen Anwälten, dass die Mutter das da mitkriegt. Das liegt nicht daran, dass ABK sich einfach nicht an Regeln halten kann und nicht weiß, wann Schluss ist. Er hat absolut recht, natürlich. Da kann man die Schuld auch mal wegschieben. So. Und ja, deine Mutter sollte sich fragen, was du da machst, denn was du da machst, ist nicht korrekt. Und ich glaube auch nicht, dass die das cool finden würde. Oh, was? Du hast einen YouTuber, mit dem du Beef hast und der hat einen Sohn und du teilst Stories von dem, wo er beleidigt wirst und machst andere Stories, wo du drohst, dass es Leute gibt, die ihn schlagen wollen? Finde ich gut. Keine Mutter jemals. Ja, nicht mal, die Rapper kriegen so viele Briefe wie du, glaub es mir. Weißt du, wir sind hier nicht bei Suits, Alter. Du kennst die Serie, ne? Ja, Suits. Ja. Ist nicht Harvey Specter, der dir jetzt die Worte in den Mund verdreht und legt. Alter, das ist YouTube. Angezeigt, rechtlich vorgegangen. Okay, natürlich. Angezeigt ist nochmal was anderes, aber die Leute sind doch eh dumm, die wissen doch eh, was gemeint ist. So gefühlt. Ja, also deswegen, gegen jemanden vorzugehen, da merkst du, das ist lächerlich. Und jeder Typ, der mit denen abhängt, Bruder, das sind Leute, die mit dem chillen, sind Hunde. Fertig aus. Bruder. Guck mal, sind wir mal ehrlich, ne? Nein, weil du kannst nicht sagen, ja, aber zu mir ist der korrekt. Dann kann auch ein anderer kommen und sagen, ja, aber auch zu mir korrekt. Ich chill mit, ich hab, der hat mir doch nichts getan, warum soll ich den hassen? Bruder. Oh. Mann, ey, das ist halt. Eigentlich müsste ich jetzt Manuel und so weiter auch den Anwalt bezahlen, dass die gegen Heike vorgehen, das wäre eigentlich jetzt noch lustiger. Guck mal, sind wir mal ehrlich jetzt. Als ob ihn diese ganzen Sachen gejuckt haben. Das hat der jetzt nur gemacht. Weil der gesehen hat, ah, YouTube-technisch, er wurde... Stimmt, der hat Fizzy als Hund beleidigt. Warte, da mache ich hier direkt mal eine Memo. Kannst du aber morgen was erleben, mein Freund. Warte, wir gehen jetzt mal hier auf Twizzy McTwist-Twist. Hey, Twizzy, was geht, Mann? Ich bin gerade im Stream, wir reagieren gerade auf Heikel. Der hat ein Interview mit ABK gemacht. Und Heikel hat gesagt, dass jeder, der mit mir chillt, ist ein Hund. Und wir chillen ja, und das weiß Heikel ja auch. Die haben ja auch schon auf uns reagiert. Weiß jetzt nicht, ob du das auf dich, ja, auf dir liegen lassen möchtest. So wollte ich dir auf jeden Fall nur Bescheid geben, ne? Schönen Abend noch. So sein. Ja. Nochmal, das sieht so. Deswegen. Nicht nur YouTube-technisch. Er ist ja jetzt getrennt von Gina. Ja, aber mein Gefühl sagt mir, dass das auch mit diesen Sachen zusammenhängt. Weil er hat sie irgendwo als Spielball benutzt, als Ping-Pong. Er hat auch noch vorhin gesagt, habe ich gesehen irgendwie. Ja, und eine Abmahnung, die ich ja habe, ne, also drei Sätze, wegen denen ich abgemahnt wurde. Einmal das mit der behinderten Schwester, einmal das mit, sie bückt sich für das Geld und einmal das mit dem Betrügen. Das hat nicht er abgemahnt, sondern sie hat es abgemahnt. Und ich habe oder glaube oder vermute, dass er eventuell ihr gesagt haben könnte, hey, mach das jetzt. Geh gegen ihn vor. Mach dies und mach das. Weißt du, was ich meine? Weil, also ich persönlich würde auch genauso denken, weil sie... ist ja nicht berufstätig und sie hätte ja gar nicht, du musst ja in Vorkasse gehen, du musst den Anwalt zahlen. Mhm. Und woher soll sie sich das Geld nehmen, so gefühlt, weißt du? Oder man unterstützt sich einfach als Pärchen und sie möchte auch nicht, dass solche Lügen über sich da verbreitet werden. Und, Digga, wenn sie da ein ordentliches Schmerzensgeld rauskriegt, freut sie sich doch. Also freut sie sich ja noch mehr, weil sie ja kein Einkommen hat. Das kann ja nur dann der Kuchen vorstrecken und ich denke, das ist derselbe Anwalt auch vom Kuchen, oder? Ist das der ein ja, und derselbe? Klar. Ja, dann hat sich das ja erübrigt. Also dann weiß man ja, wer ist von wem das Ganze ungefähr ausgegangen sein könnte. So. Genau.
Genau. Und man merkt, Bruder, beim Reden schon, wir müssen immer auf den Konjunktiv benutzen, immer von wem es da ausgehen könnte und so. Und das auf die Dauer, das fuckt ab, es ist langweilig. Und dann, guck mal, jetzt unabhängig auch vom KuchenTV-Fall so, ne? Ich meine, der sowieso, Bruder, er lässt seine Ex-Frau oder ich wünsche Mutter seines Gina, Kindes. ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich weiß, ihr habt euch gemeinsam ein Haus gekauft, ne? In dem Heikel, der immer wieder über uns abgelästert hat, ich glaube auch schon negativ über unseren Sohn geredet hat, sagt jetzt so, ey, ich wünsche dir alles Gute. Ach, Digga. Ja, das ist so dieses Heuchlerische so. Die ganze Zeit uns gedisst, fertig gemacht, keinen Respekt gehabt und plötzlich sind wir getrennt so, ey Gina, ich wünsche dir alles Gute, Mann. Ey, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Starke Frau. Wenn er jetzt alleine einziehen wird und traurig und einsam drin leben wird, so, Bruder. aber ich glaub mir, du hast den richtigen Schritt gewagt. Bruder, guck mal, damit du weißt, was erwartet man von dir? Der lässt seine Frau auf der Couch schlafen, Bruder. Die Mutter seines Kindes lässt auf. Ich habe keine Frau. Warum sagen die alle, dass wir verheiratet sind? Könnte ich auch wieder abmahnen? Könnte ich das abmahnen? Oh, das wäre eigentlich. Das wäre lustig. Also, wenn ich ihn jetzt dafür abmahnen lasse, dass wir gar nicht verheiratet sind, wäre schon endlustig. Auf der Couch schlafen mit der Begründung, ich zahle hier die Miete. Aber Manakum, ich zahle auch die Miete. Wann hat Warum er die lässt auf du der auf der Couch Couch schlafen schlafen? lassen? Der lässt dir doch auf der Couch schlafen. Er schläft im Bett und steht auf der Couch. Hat er doch in dem Video gesagt. Folgendes auch, Bruder. Ja, das wie gesagt, ne? Also, das sind halt so plumpe Aussagen, die ich irgendwie bringe. Da muss ich mal in Zukunft aufpassen. Ich finde das wieder krass, wie dann so kleinere Aussagen irgendwie benutzt werden, um mir da irgendwie einen Strick zu drehen oder so. Das Ding ist, zum Beispiel, wo ich mich von Gina getrennt habe, hat sie von sich aus sofort gesagt, ey, ich schlafe auf der Couch. Und da war es für mich auch okay. Also, wir haben gar nicht drüber diskutiert. So, weiß nicht, safe hätte man auch eine andere Regelung gefunden und hätte sich abgewechselt oder whatever, aber Gina ist halt emanzipiert. Emantizipiert. Emanzipiert. So, also weiß ich nicht, die will gar nicht irgendwie auf meine Kosten leben oder whatever, sondern die will halt so, sag ich mal, so eigenständig und so weiter sein. Die hat da kein Problem mit. Und ja, das kommt auch noch dazu, wir haben mega die bequeme Couch. Digga, die Couch ist halt locker größer als einige Betten Ey, was von ist euch. los mit der Regelung? Ich Oh. würde gerne im Bett schlafen. Nein, jetzt verpiss dich. Nein, Spaß. Wir reden nach dem Stream nochmal. Nee, nee, du kannst ruhig jetzt sagen, dass ich heute im Bett schlafen darf. Nein, nein, alles gut. Muss morgen raus. Irgendwann. Mein Rücken tut weh. Ja, ich bezahle dir ein Airbnb für einen Monat. Danke, Sascha. Du musst dir vorstellen, jetzt guck ich vergesse voll schon, was ich sagen will, Bruder, weil ich aufpassen muss, Alter. Ja, er lässt dich auf der Couch schlafen. Tamam. Das verpiss dich, war übrigens nicht ernst gemeint, ja, für die ABK-Zuschauer nochmal. Und er sagt ja so, ja, zum Wohle unseres Kindes möchten wir uns zu diesen Sachen nicht mehr äußern, zu der Vergangenheit zwischen uns. Lädt aber die ganze Zeit Videos hoch, in denen er erzählt, dass er Dates hat auf Tinder, dass er auf der Suche nach anderen Weibern ist, hat einen Snapchat-Account. Soll er machen, ist ja kein Problem, so jeder wie er will, so weißt du. Aber wenn du sagst, zum Wohle deiner Familie willst du das und das nicht machen, ist das auch zum Wohle deiner Familie, so offensichtlich und exzessiv damit vor der Kamera rumzugehen, zu sagen, dass du die ganze Zeit Weiber datest, Frauen triffst und sonst was? So, das ist doch auch irgendwie für einen Sohn unangenehm, wenn er weiß, boah, der Vater trifft dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Frauen. Klar, die sind nicht mehr zusammen, aber du musst das mir nicht als Sohn unter die Nase Also halten, ich. so weißt du. Also ABK, also erstmal, mein Sohn ist zweieinhalb. Ja, Noah mit zwei ist empört. Papa, datest du andere Frauen? Also nein, das ist auf jeden Fall schon mal, das ist schon mal das Erste, so ja. Und Sophie, Dankeschön für den Prime Sub. Und ich meine, so, sagen wir mal, wann ist Noah in einem Alter, wo der das so wirklich, sage ich mal, so mitbekommen könnte? 11 oder 12, so das wäre in 9 Jahren. So, das ist halt schon mal das Erste. Und ich glaube, selbst dann ist es ihm egal, was vor 9 Jahren passiert ist, solange er halt gut aufwächst und sich die Eltern vielleicht noch verstehen, man ein gutes Verhältnis hat und so weiter. So, das ist ja auf jeden Fall schon mal was anderes. So, und also ich sag mal, jeder erwachsene Mensch findet es doch normal, dass, wenn du Single bist, dass man halt Personen datet. So, ne, vollkommen egal, ob jetzt Mann oder Frau und du Mann oder Frau datest, whatever. So, ich habe das jetzt echt sehr divers auch gesagt, dafür möchte ich auf jeden Fall auch einen Preis haben. So, also das ist doch vollkommen normal. So, ne, also ich weiß nicht, Gina würde auch Dates und so weiter haben, gehe ich von aus, weil das einfach normal ist. So, das gehört dazu. So, man ist Single gerade nach einer langen Beziehung. Natürlich guckt man da so, jo, ne, was geht so, was macht man? So, das ist doch nichts Schlimmes. So, und als ob Noah in 10 Jahren sagen wird, boah, Papa, hast du dich wirklich von meiner Mutter getrennt? Und hast dir dann Snapchat gemacht, was ich auch vorher hatte, ich habe es nur nie beworben, davon ist abgesehen so, ne? Oder zum Beispiel, dass ich auf Tinder bin oder so. Also, keine Ahnung, so. Also wahrscheinlich werde ich ja irgendwann mal auch irgendjemanden heiraten. Vielleicht, nehme ich mal. Das könntet ihr sein, ne? Meldet euch. So, und dann kriegt Noah ja auch mit, dass ich die Person ja offensichtlich irgendwann mal kennengelernt habe. Der wird ja dann auch nicht sagen, boah, wie was? Du hast die kennengelernt, nachdem du mit Gina Schluss gemacht hast. Jetzt sag mir aber nicht auf Tinder, oder? So, also. Diese Aussage macht gar keinen Sinn. So, und ich trage das ja gar nicht komplett nach außen. Ich habe in dem Video irgendwie mal gesagt gehabt, natürlich, weiß ich nicht, bin ich jetzt offen für eine, also so, weiß ich nicht, für eine neue Beziehung oder neue Leute kennenzulernen, sagen wir mal so.
Und ja, ich habe halt Tinder, nutze es aber eigentlich halt überhaupt nicht. Lavoo nutze ich überhaupt nicht. Snapchat, weiß ich nicht, ist irgendwie auch nicht so meins, um ehrlich zu sein. Ich finde das cringe, Digga. Ich finde das aber auch nicht schlimm, das zu sagen. So, ne? Also, da ist nichts Verkehrtes dran. Ich weiß nicht, wie ABK sich das vorstellt. Also ich muss dazu sagen, ich finde, da beide noch gemeinsam leben, ne, im selben Haus oder in derselben Wohnung, finde ich das schon ein bisschen eklig. Also ich finde es schon ein bisschen respektlos, meiner Meinung nach. Also ihr lebt im selben Haus, so mäßig, und du datest so. Okay, date, aber warum sagst du es dann noch öffentlich, Alter? Und sagst noch, sie schläft auf der Couch. Oder? Hä? Was ist denn daran respektlos, wenn ich jetzt andere Frauen treffe? Also das Ding ist, wir nehmen halt keine Leute irgendwie mit nach Hause. So, ne, das so die erste Regel zum Beispiel so. Das wäre wahrscheinlich respektlos, ne? Wenn ich jetzt ja jeden Tag irgendeine Frau mit nach Hause nehme und die im Bett dann ein bisschen hahi und dann weiß ich nicht, das wäre schon sehr, sehr weird. So, aber was ist daran denn respektlos? Also ich weiß nicht so, ich würde das gerne nachvollziehen können, was daran halt respektlos sein soll. So, weil das ist ja auch keine Einbahnstraße. Es ist ja nicht so, dass Gina heulend im Wohnzimmer sitzt und ihr Leben jetzt irgendwie vorbei ist, weil wir Schluss gemacht haben, sondern sie ist ja auch so happy und lebt ihr Leben und trifft Leute und so weiter. Also ich verstehe nicht, was daran respektlos sein soll. Ich check's einfach nicht. Keine Ahnung. Es ist halt, das ist halt genau das, was ich meine. So, es geht nicht darum, wirklich objektiv drüber nachzudenken, sondern hier geht es einfach darum, irgendwelche kleinen Minipunkte gegen mich zu finden und zu sagen, ja, guck mal, wie respektlos das ist. Das verstehe ich halt nicht so. Ich verstehe es wirklich nicht. Keine Ahnung. Ja, nicht mal Knubbel hat auf Couch geschlafen, der hat mit Unge im Bett geschlafen. Und das ist ein Hund. Genau. Guck mal, das Ding ist, du musst ja. Möge er ein Paradies sein. Sorry. Sogar wenn du jetzt mit einem Mädchen irgendwie dich triffst und mit einem Mädchen nichts Ernstes oder Festes hast, gehst du ja auch nicht zu dem Mädchen, auch wenn sie weiß, dass das nichts Festes ist, und reibst ihr unter die Nase und sagst, boah, gestern habe ich noch mit der mich getroffen, gestern habe ich noch mit der und der geschlafen. Auch wenn das ein offenes Verhältnis ist, ihr nichts Ernst miteinander habt, trotzdem wirst du ja nicht dahin gehen. Ja, aber Mädchen, das ist ein Push für ihn. Das ist entwürdigend irgendwo. Auch wenn du ja sagst, ey, ich habe letztens die und die weggehauen, das ist doch dann so. Digga, ich habe in keinem Video gesagt, dass ich jetzt irgendwie Frauen weghaue oder sonst irgendwas. Sogar genau das Gegenteil, Digga. Ey, Twizzy ist am Start. So, ist genau das Gegenteil. Ich habe sogar eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich so diese One-Night-Stand-mäßigen Sachen einfach nicht feiere, weil ich halt eher so der Beziehungsmensch bin, weil mir halt nur so haha hier einfach halt super wenig gibt. Und ja, ich habe in einem Video mal gesagt, dass ich halt so Frauen date. Ja, okay, so, wo ist jetzt das Problem? So, also, guck mal, das ist genau das, was mich halt stört. So, ich sage das in der Öffentlichkeit, die wissen doch gar nicht, wie es bei mir und Gina privat ist, ob wir darüber reden. Bruder, es ist nicht so, dass wir hier in einer Wohnung leben und wir ignorieren uns komplett und sagen auch nichts miteinander, wir sind komplett weg und ignorieren uns, bla bla bla. So, sondern wir reden ja halt auch miteinander. So, und wir wissen ja auch so ungefähr auf jeden Fall, was beim anderen abgeht. So, deswegen weiß ich auch, dass ich halt sowas veröffentlichen kann, ohne dass sie das jetzt halt krass verletzt, gehe ich mal von aus. Ja, aus Gründen halt. So, also ich. So, das ist das halt, was mich stört. So, die wissen doch gar nicht, wie unser Privatleben ist. So, die wissen doch gar nicht, ob das okay ist, das zu veröffentlichen oder nicht, weil die gar nicht wissen, wie unsere Trennung läuft oder wie wir leben, wen wir treffen, whatever. So, wie soll sich diese Person fühlen, Bruder? Das ist ein so, Ego-Push. Auf Ernst sagst, so auf lustig vielleicht. Geiler Ego-Push, Digga. Hab eine Frau gedatet, krank, Digga. Top 10 Ego-Pushes, die es gibt. Keine Ahnung, irgendwie jetzt in einer bestimmten Situation. Aber so auf Ernst, Bruder. Das ist doch bei jedem Menschen so voll komisch so. Aber was immer noch nicht in meinen Kopf reingeht, ist, was du gesagt hast oder was er gesagt hat, sie schläft auf der Couch. Wie kannst du eine Frau auf der Couch schlafen lassen, während du im Bett, King-Size-Bett schläfst? Ja, schläft er da mit seinem Play-Button oder womit schläft er da? Bruder, weißt du, was das Problem ist? Ich schwöre dir jetzt auf ehrlich, ne? Das ist halt aber auch wirklich so ein Gespräch. Das habe ich in der sechsten Klasse beim Mittagessen geführt. Halt Real Talk, genau so. So dieses so lästern über andere, so, ja, guck mal, der hat das und das gesagt, aber wie kann man das machen? Das ist so doof von dem. Hassler, dankeschön. Das ist wirklich. Ich kann das ja verstehen. Ich meine, guck mal, das ist ein YouTuber, das ist sein Leben. Bei mir jetzt, ohne mich zu pushen, Bruder, aber jeder in der Uni, wirklich heikel, jeder, wirklich jeder, sogar Big Mo hat mir das letztens noch gesagt, ich werde es nicht vergessen, die meinten alle zu mir, in der Uni auch, die sitzen neben mir, die sagen, krass, du bist auch so lieblos in der Uni. Ich sag, ja, normal, ich schreibe mit euch Klausur, dies, das, so. Und dann sagen die auch, ey, du bist für uns gar nicht so ein YouTuber, du bist für uns so einer aus dem echten Leben. Ich sag, ja, normal. Ich weiß, was du meinst. Du passt auch nicht in die Szene rein. Das ist so, wenn ich mit dir rede, das ist so, ich gucke deine Videos, ich feiere das lustig und so, aber du bist trotzdem, du bist ein Mensch so. Ich hab nicht diese, kennt ihr einen triffst, der so famous, du hast das Gefühl. Du kriegst so, dieses Gefühl, boah, ich weiß, was du meinst, du hast so ein Gefühl. So anders, so, da ist so Distanz. Aber bei mir, wenn die Leute mich draußen sehen, das ist so, ey, was geht, ey, Bruder, krass, ey, das ist so diese, in Uni auch. Und Bruder, ich sitze im Unterricht, nehme irgendwelchen Almans, Bruder, die machen Laptop auf, die geben einen Kuchen, den man bei Google sagen, die kommen mitten im Unterricht, das ist aber so normal, das ist so, weißt du, was, ja, offen. So, ja, ja. Du gibst den Leuten nicht das Gefühl so, okay, du bist jetzt jemand. Kennst du das wie zum Beispiel damals in der. Ich weiß jetzt nicht, was es mit mir zu tun hat, um ehrlich zu sein.
Aber mir ist das halt ähnlich. Also ich weiß nicht, ich finde es generell irgendwie weird, sich irgendwie gerade im Real Life irgendwie als was Besseres oder so zu sehen, weil das halt einfach unangenehm ist. Und ich so ein Verhalten auch bei anderen nicht feier. Also wir zum Beispiel haben ja am Wochenende, am Freitag war ja auch so eine Hausparty zum Beispiel. Da habe ich am Ende dann sogar noch voll die coole Nachricht gekriegt von einem, der auch so meinte, so ey, ne, ich hatte voll das negative Bild von dir, ne, aber du warst mega sympathisch, ne, bist zu einem hingegangen, hast mit einem gequatscht, Fotos gemacht und so weiter. Ich danke für den Prime-Sub. Und Leute, ich habe so viel Scheiße gelabert, wirklich. Ich hoffe einfach, dass die anderen genauso voll waren wie ich und das nicht mehr wissen. Ich weiß nicht mehr alles auf jeden Fall. Das war schon sehr unangenehm. So, aber ich weiß nicht, ich bin auch so, weiß nicht, so draußen oder so, Berlinell, danke für die 100 Bits zum Beispiel, auch überhaupt nicht so, dass ich jetzt so abgehoben bin oder sonst irgendwas. Also ich finde das auch immer so ein bisschen, weiß nicht, komisch, weißt du, wenn man dann so angesprochen wird und ne, du weißt halt so, ja, die, weiß nicht, die feiern dich, die hypen dich so hoch und ich denke mir so, Bro, ich bin einfach ein normaler Typ irgendwie. Deswegen, auf der Feier war das halt ganz cool. Es sind zwei Leute zu mir gekommen, aber die waren halt alle nice so, ne, da hat keiner irgendwie Beef angefangen oder jetzt gesagt, boah, krass, Kuchen TV, heftig so, sondern das war so auf so einer basten Ebene, die waren alle based so. Ich weiß nur noch, da wo, weiß ich, bin auch irgendwie zu irgendwelchen Leuten im Eingang, hab so Gespräche gestartet und so. Also ich finde es auch halt so viel, viel cooler, als wenn du dann wirklich da so hingehst und denkst, jetzt mach platziger Kuchen-TVs da. Das wäre einfach nur unangenehm, wirklich. Schule? Bin ich auch nicht. Ich weiß, guck mal, ich habe ein gutes Beispiel. Dort damals hatte man in der Schule meistens immer einen in der Klasse oder in der Stufe, kennst du so zum Beispiel einen Jungen oder ein Mädchen, die so cool sind oder Ohlens, voll hübsch und dann so, sein. Keiner redet mit denen, weil die trauen sich nicht. So mäßig. Und so fühlen sich ja die ganzen YouTuber, weißt du? Genau. Das ist, weil das mach ich immer, wenn einer draußen kommt, seien es irgendwelche Jüngeren, die sagen, oh mein Gott, ich bin voll nervös, sag ich so, ojo, wohin aufgeregt sein, wohin zittern. Und machen manche auch die Armen, die kommen, die machen so Foto, machen die so. Sag ich, ey Bruder, chill. Nein, alles gut, Bruder, alles gut. Und dann so voll verschwommen, sagt er, Bruder, Foto ist okay, sag ich, Bruder, das war doch verschwommen, das Parking. Sein Gesicht ist gar nicht drauf, er sagt, Foto ist gut. Bruder, dann sag ich nochmal, ey, Leute, chillt, wohin? Und auch in der Uni, dann so nach ein paar Minuten, dann hatte ich das so gelegt. Ist ja normal. Ich hör mal kurz, RIP, du hast jetzt heute Abend nichts anderes mehr zu tun, als mit dem ich gemerkt habe, Bruder, und das ist auch der Punkt, warum ein KuchenTV so handelt, wie er handelt. Das Ding jetzt ist kommt's. Bei denen, YouTube ist sein Leben, Bruder. Mich musst du daran erinnern, ey, ABK, mach mal ein YouTube-Video oder lad mal wieder hoch. So einen wie ihn musst du daran erinnern, ey, KuchenTV, lass mal an die frische Luft ohne Handy, lass mal bitte einmal reden, lass mal einmal existieren, in der Realität. Ich glaube, das ist eine Aussage, gegen die ich auch rechtlich vorgehen könnte. Oh, es ist zuckt so in den Fingern, dagegen vorzugehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben, weil es halt einfach auch offensichtlich wieder gelogen ist. So, also ich weiß nicht, Freitag war ich ja komplett weg, weil wir halt auf dieser Feier waren, Samstag war ich auch fast den ganzen Tag weg. Sonntag war ich auch den halben Tag weg, weil ich Fußballspiel und so weiter hatte. Ich bin gerade mit Noah, also jetzt nicht jeden Tag, aber so 2-3 Mal in der Woche oder 4 Mal, manchmal vielleicht auch nur 2 Mal, halt immer, aber halt schon relativ oft. Nachmittags einfach wegspazieren am Haus, dass er sich halt an das Gebiet da gewöhnt, ne, dass er immer mal am Haus ist, dass er das direkt kennt und dann nicht so ein Cut ist, so bumm, wir leben jetzt da, sondern dass er dann halt so langsam checkt, so ah, okay, ne, hier passiert das, ne, hier verändert sich das, hier ist die Dusche und so weiter, dass er das halt kennt. Und ich finde, sowas ist zum Beispiel einfach respektlos, weil er sagt jetzt einfach so, ich den ganzen Tag zu Hause chill, so, Bruder, ich bin so viel draußen, also, na klar, ich habe halt mein Büro und so weiter, aber selbst da bin ich ja mit Freunden unterwegs, wo wir halt wenig arbeiten, sondern halt mehr Tischtennis spielen. Aber ich habe heute gegen Manuel 11-1 gewonnen, leider nicht 11-0, aber... Weißt du, was ich meine? Das ist der Unterschied, Bruder. Der ist gefangen auf einem Minecraft-Server, Bruder, der sich auf YouTube-Welt abspielt. Bei mir ist das nicht so, Bruder. Ich rede auch mal über YouTube. Ich habe eine Frage an dich, ne? Ja. Meinst du, er hat schon mal so ein Video gedreht, war konzentriert, dann hat so Noah geweint und dann meinte, verdammt, ich muss das Video nochmal neu aufnehmen! 100% kann ich mir vorstellen, dass er manchmal am Tisch sitzt, so Müsli-Schale, weil der kein Essen, weil der hat gesagt, Gina, ich mach heute Essen, aber dann hat er doch kein Essen gemacht, weil er ein Video geschnitten hat und dann war halt so scheiß Stimmung, dann war angespannte Lage und dann saß der so, kennst du, wenn man sauer ist, man will miteinander nicht reden, aber man sitzt gegenüber an einem Tisch so, dann saß der da so, bestimmt so saß der wieder auf seinem Stuhl, wenn man seinen Stream sitzt, so, ja. So, saß er mit Müsli-Schale, weil der kein Essen gemacht hat und dann guckt er so auf sein Handy und extra, damit er so Gina beeindruckt, so einmal so, boah, 50.000 Views nach 20 Minuten. Und dann sagt Gina, Tim, das interessiert mich doch gar nicht. Mensch, das interessiert mich doch. Ist das cringe, Alter. Doch gar nicht. Und dann sagt das so, weil er denkt, dass sie das juckt. Schau, kennst du so, du willst ein Gespräch aufbauen. Ja, ja, ja. Und dann sagen wir so, guck mal, du ignorierst mich gerade, bist gerade sauer auf mich, aber ich hab woanders gerade Erfolg. Sag mal, ich weiß ganz genau, was du weißt. Ja, so Opfer hat deine Fresse, mir interessiert das so ein bisschen. Weißt du, so der Arme, Wunder der Arme. Und das kann man jetzt voll vorstellen. Ey, meinst du, nach dieses hier, es gibt doch diese Funktion mittlerweile bei YouTube, wo du immer so die... Ich weiß gar nicht, was soll ich dazu sagen, also... Top 10 siehst. Weißt du, der guckt so und sagt... Offensichtlich halt Ranking? Guck mal, Gina, Ranking Platz 1 diesmal nach 32 Minuten.
Das ist, der ist da, da ist der anders. Ich weiß, okay. Okay, erzähl. Okay, jetzt bin ich gespannt. Küche, die kocht gerade Essen, schneidet da so Sachen und gibt sich voll. Aha, warum muss denn unbedingt Gina kochen? Mühe für voll das leckere Essen, hat ein neues Rezept gelernt und so. Und dann hört man, ain't no sunshine when she's gone. Woohoo, yay. Wait, Tim, du hast aber heute gute Laune. Ja, Bido ist eine 2 von 10. Und die weiß dann immer, wenn sie ihn singen hört im Flur, dass heute ein Video gut gerankt wurde. Und wenn sie hört, wie er sagt, oh, Timothy, Timothy, Manuel und Wohlstandsmüll, bitte mal das und das ändern, dann weiß sie, ah, scheiße, irgendwas ist schiefgelaufen. Aber sobald sie ihn singen hört, dann weiß sie, okay, der Junge ist heute auf jeden Fall glücklich, weil ein Video gut getrennt ist. Ja, hey, da, also, ja, ich denke auch, dass davon die Laune zu Hause abhängig ist. Ja, ja, 100. Ey, und du musst auch überlegen, seitdem diese Geschichte war mit diesem, hat sie die Wahrheit gesagt oder hat sie gelogen, hast du sie gestanden? Ja, aber das ist zum Beispiel halt auch so dumm. Also, ich kann euch einfach mal sagen, dass es halt nicht so ist. Also klar, es gibt natürlich Momente, wo man irgendwie halt sieht, okay, Platz 10 von 10, wo man sich schon so denkt, boah, ist die YouTube-Karriere vorbei? Also das war zumindest früher so. Ist aber bei vielen YouTubern so, ne? Da haben auch andere Leute schon Videos drüber gemacht. Ne? CEO hatte das, glaube ich, mal gesagt, Tim Jacken hat das mal gesagt. So, das Ding ist, ich denke mir zum Beispiel heute auch so, selbst wenn man ein Video irgendwie schlecht performt, so das kann ja am Videothema zum Beispiel einfach sein oder vielleicht sind jetzt gerade einfach nicht viele Leute da oder whatever, so mache ich mir da heutzutage gar keine Gedanken drüber, ne? Weil ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel jetzt auch eine Phase gehabt vor irgendwie so 3 oder 4 Wochen, wo so 3 Videos hintereinander so Platz 9 oder 10 waren. So habe ich mir auch so gedacht, so, boah, läuft die YouTube-Karriere noch? Bei mir ist aber das Gute, die Videos kriegen meistens in der Zeit danach noch gute Klicks. Also eigentlich gehen fast alle Videos von den Klicks ja ungefähr gleich in so einen Bereich, der relativ nah beieinander liegt. Keine Ahnung warum. Und danach hatte ich eine Phase, wo halt 4 Videos hintereinander Platz 1 oder 2 waren. Ne? Also es ist halt auch immer mega themenabhängig so, ne, zum Beispiel bei den Cake News so. Mal gibt es eine Folge, die 10 von 10 ist, weil die Themen echt langweilig sind. Und manchmal gibt es eine Woche, wo ich gar nicht weiß, was ich in den Titel schreiben soll, weil ich da 5 krasse Themen habe. Er hat sie gelogen und so. Seitdem sind ja seine Views runtergegangen und kurz darauf ist die Beziehung auch kaputt gegangen. Ja, da komm, soll ich mal eine psychologische Analyse dazu? Also ich denke, dass Ranking runtergegangen ist und seitdem ist auch die Beziehung im Keller gewesen. Ja, er dachte sich, das Video ist eine 2 von 10, die Beziehung eine 9 von 10. Wieder in die Kuchenposition begeben. Ja. So. Aber er guckt ganz schön viel von mir, ne, wenn er weiß, dass ich voll oft so sitze. Wobei ich das in letzter Zeit auch nicht mehr gemacht habe. Sitz an deinem PC. Sie sagt ihm, Tim, ist doch alles gut. Das ist doch alles gut. Das ist doch nicht dein Leben. Guck mal, du hast einen Sohn, der ist gesund, der Noah. Tim, du warst doch, wie du schon lachst, halt, siehst du das? Du hast doch einen gesunden Sohn, der Noah. Das ist doch alles gut, Tim. Und dann sitzt er so oft beleidigt am PC. Kasame, du hast meine Karriere kaputt gemacht, alles wegen dir. Ey, Kulumindek. Dann sitzt er da so. Die Tim. Tim. Ja? Innerlich verweint, Heike Mutter. Warte, mach das. Und dann hat er irgendwann mal und sagt, ehrlich, Bruder, und da ist... Natürlich verhalten sich die beiden wie kleine Kinder. Das ist ja auch deren Kombi. Beziehung kaputt gegangen. Irgendwann mal, wo er gemerkt hat, scheiße, ich komme aus diesem Shitstorm raus, hat er gesagt, hör mal zu, Gina, weißt du was? Du wirst jetzt gegen ihn rechtlich vorgehen. Und da hat sie ihm den Gefallen getan, okay, komm, in meinem Namen sage ich jetzt, es hätte mich verletzt, wurde, dass er das und das gesagt hat. Also es ist alles hier nur Schauspielereien, die ganzen Anwälte. Schöne Grüße an die Anwälte von der Rechtsanwaltskanzlei aus Köln und auch an die Staatsanwälte und alle, die mich suchen. Aber guck, Bruder, dann macht er so. Und dann hat er irgendwann mal diesen Move gebracht. Marokkaner mit Bier auf Dachboden wird gesucht. Heike, jetzt kommt der entscheidende Punkt, warum die Beziehung gescheitert ist. Irgendwann, Tim ist sauer. Kanal weg. Leute mögen ihn nicht mehr. Hat sich irgendwann mal an den Tisch gesetzt. Aus dem Nichts so. Eigentlich bist du ja daran schuld, dass mein Kanal jetzt kaputt ist. Wie bitte, Tim? Tim, wie bitte? Tim, ist das gerade dein Ernst? Wir haben einen Sohn zu... Ja, weiß ich nicht. Reden die jetzt auch vernünftig oder machen die jetzt irgendwie so einen Kindertalk? Sam, nicht YouTube ist dein Leben, Tim! Ich stelle mal, du rastest die voll aus. Und dann sagt er, oh, ja, war doch nur ein Scherz. Oh, du kennst doch meinen Humor, total makaber. Manchmal. Nein, das war kein Scherz. Was meinst du ernst? Die ganzen Tage ist schon so komisch, seitdem deine Views runtergegangen sind. Und dann gab's Streit. So, da ruft seine Kollegin an. Ey, Bruder, hab ich da einen Fehler? Ja, ey, Tim, ich sag dir ehrlich so, du bist voll in deinem YouTube-Ding gefangen und so. Nee, aber die Gina, ich kann gar nicht mit dir darüber reden. Ich brauch doch einen Menschen, wo ich dann darüber reden kann, wo ich über meine Sorgen und Ängste sprechen kann. Aber nach dem Sorgen und Ängste ist bezogen auf echte Leben, auf deinen YouTube-Kanal, Bruder. Alter, wach. Wer hat dich gefickt, Bruder? Wer hat dich gefickt? Bruder, diese YouTuber, ich hab das auch gecheckt, deswegen bin ich auch da rausgegangen. Diese YouTuber, Bruder, ich schwöre auf Koran, das ist deren Leben, Bruder. Heike, wenn ich schon so Dislikes bekommen habe, irgendwas. Es hat uns nicht gejuckt. Es hat uns echt nicht gejuckt. Ja, ich weiß. So ach, scheiß drauf, Junge. Ach, scheiß. Einmal hat einer Kommentare geschrieben, boah, wie Heike und AVK sich in Tokio verhalten, das ist extrem asozial. Und dann hat Heike gesagt,
ey, da so wird niemals in Tokio landen, was will der eigentlich von mir? Ich so, ja, aber Heikel, juckt dich das nicht, dass er das sagt? Er sagt zu mir, ey, Junge, ich schwöre dir, der liegt irgendwo in Wiesbaden in seiner Bettdecke im Kinderzimmer im Hochbett, das er mit deinem Bruder teilt und schreibt einen Kommentar, dass wie ich mich in Tokio verhalte. Junge, als ob ich mir das durchlese, bist du behindert? Spinnst du? Ich liebe das an Heikel. Und das ist ja wirklich so. Irgendeiner mit verklitterter Tastatur schreibt mir rein, also ein Abiturdurchschnitt von 1,7 auf einer... Ja, ich weiß nicht, also das ist halt, wie viele das Leben ist halt, also ich weiß nicht, ist halt einfach richtig, es ist halt einfach der Job, ne? Natürlich möchte man, dass der halt gut läuft, ne? Also das ist ja auch, also Wirtschaftlichkeit ist ja auch für viele wichtig, ne? Wäre auch für ABK wichtig, dann könnte er nämlich endlich mal seine Strafen an mich zahlen, so. Deswegen finde ich das halt nicht schlimm, ne? Ich denke, wichtig ist halt auf jeden Fall nur, dass es halt nicht so überhand nimmt, sage ich mal, mehr oder weniger, ne? Also ich persönlich, weiß ich nicht, für mich ist YouTube logischerweise auch wichtig, ich lebe halt davon, ne? Ist klar, natürlich möchte ich, dass mein Kanal so gut läuft, wie es geht, so logischerweise, sonst brauche ich kein YouTube machen, sonst würde ich halt nicht davon leben, so, ne? Aber deswegen ist es halt bei weitem nicht so Platz 1, sag ich mal. Ne, sonst weiß ich nicht, würde ich ja den ganzen Tag arbeiten oder mehr streamen oder whatever. Also ich nehme ja wirklich schon viel Zeit auch für andere Dinge. So und so Schule heißt da nichts bei uns in Bayern. Halt die Fresse! Ja, Bayern! Als würde der bei Bayern München spielen mit Lewandowski, der Bastard. Oder als wäre das andere Planet, Bruder. Halt's Maul, Junge. Oh, bei uns in Bayern. Jetzt, der hat doch da eins geholt, Bruder. Was gibt das? Ich guck mal ganz kurz, wie viel ich habe. Ach, kann ja ganz kurz nachgucken. Können wir mal, können wir mal so eine Situation nachspielen, ich und du? Ja, klar. Ja? Wir spielen jetzt die Situation nach. Sag mir einfach das Thema und wir fangen an zu reden. Wir brauchen auch keine Namen zu nennen. Okay, wir improvisieren, ja? Ja. Das wird so. Ein Mann, der ein Kind hat, ja? Ne? Und in seiner hauptberuflich Webvideos produziert, ja? Ne? Ist sehr sauer. Da gerade seine Webvideoproduktion nicht so gut vorankommt. Er hat auch ein Büro, er hat also eine richtige Firma, das Ganze ist auch wirklich eingetragen. Und seine Frau gibt ihm nicht genug Aufmerksamkeit und Achtung bezüglich seiner hauptberuflichen Tätigkeit und ist davon genervt und möchte einfach mal mehr Zeit mit ihm als Menschen verbringen. Und eine Auszeit. Genau, und ich ständig über das Thema. Ich will das jetzt reden. Dann gehen die irgendwann zusammen. Tausti, danke schön für die Schulung. Wir haben auch einen Sohn zusammen. Ja, im Schwarzwald. Genau, wie ist der Urlaub im Schwarzwald gelaufen? Wie oft denkst du, musste die Frau ihn daran erinnern, sein Handy wegzulegen? Ich denke also schon. Also die Situation. Wie war das okay. Jetzt am Handy? Der Mann. Ja. Schatz, kannst du das Handy weglegen? Guck mal, wir haben jetzt nur eine Woche für uns. Lass uns das doch mal einfach ausleben, auskosten, genießen. Lass einfach alles andere beiseite. Hallo? Hallo? Wieso hörst du mich nicht? Ich will doch nur gehört werden. Ich bin doch am Arbeiten! Aber ich... ich dachte, wir haben Urlaub. Mach die Kamera aus! Das ist ein Dankeschön für den Zap. Mach die Kamera! Das hat mit Familie nichts zu tun! Du hast mir den Bauch getreten, ich bin doch im sechsten Monat schwanger! Ist das unangenehm? Ich hab mein Wesen nicht! Ja, ich schick das auf jeden Fall mal meinem Anwalt, Alter. Bin ich gespannt, was der dazu sagt. Ja. Safe. Ich hab's nicht! Bitte, bitte nicht! Oh mein Gott, ey. Mach den Livestream aus! Der ist 30, ne? Oder sogar älter. Ich glaube, der ist 32, oder? Oder 30? Weiß ich nicht. 30. Oh, nein, schönen Urlaub. Und Lehrer, ja. Ja, Leute, hallo. Und ich wollte mich mal bedanken bei meiner ehemaligen Kollegin, die jetzt in letzter Zeit irgendwie meint, hier Dinge gegen mich auspacken zu müssen. Falls das siehst, fick dich. Schatz, die Couch ist so hart, ich will nicht mehr drauf schlafen. Ich zahle die Miete. Hast du mich verstanden? Ich zahle die Miete, du bleibst auf der Couch. Warte. Wenn ich bei dir im Bett schlafen darf, bin ich bereit, mit dir zu schlafen. Du hast recht, ich kann nichts machen. Ich spiele halt jemand Fremdes nach. Ein YouTuber, der ein Büro hat, ein Kind hat und den die ganze Zeit meinen, auch im Titel. Weiß ich nicht, Digga. Das ist ja wirklich sehr weit hergeholt, wenn das Kuro TV wäre. So, ja. Die ist schon klar, dass man auch Leute abmahnen kann, wenn nicht explizit der Name genannt wurde, wenn es quasi klar ist, wer gemeint ist, oder? Ich will aber mit Tinder einschlafen, nicht mit dir! Ich bin nicht schön genug für dich! Ey! Ich bin gefickt, yeah! Ich hab eh kein Geld. Nein, mein Bruder, du kannst eh nichts nehmen. Von daher ist egal. Bruder, auch nicht, wenn obdachlos habt im 8. Das ist auch, ich finde das auch sehr, du hast mir in den Bauch getreten, ich bin im 6. Monat schwanger. Sehr, sehr lustiger Kommentar, also Props auf jeden Fall, gehen raus an deine Community. Ich hab keinen Wohnsitz mehr. Ey, geil, Heike ist obdachlos, ich bin pleite. Oh, hey! Army! Egal, ey, Bruder, ich hab wenigstens Studium fertig. Ich hab demnächst Einstellungstest bei Snipes. Da schaffst du den.
krank. Und das laden die hoch. Digga, wenn ich das mache, ich besoffen bei 3 Promille, wenn es hochgeladen wird, würde ich da auch anwaltlich gegen vorgehen. Ach du meine Güte, was haben wir uns da gerade angeguckt?